Hey, willkommen bei GitarrenTunes. Ich bin Till und heute zeige ich euch, wie man 7475 von The Cornells spielt. In diesem Video zeige ich euch erstmal den eigentlichen Song und das Solo zu dem Song gibt es dann nochmal in einem extra Video. Das findet ihr, wenn ihr in die Videobeschreibung guckt. Da gibt es einen Link direkt zum Video, wo ich euch das Solo erkläre. Wir gehen erstmal durch die Akkorde, die ihr für den Song braucht. Und zwar geht es los mit einem A-Moll. Darauf folgt ein C-Dur. Dann ein G-Dur und ein F-Dur. Also einige von euch werden merken, das ist wieder einer dieser Four-Chord-Songs, wo man mit vier Akkorden durch den ganzen Song kommt. Es gibt jetzt allerdings in dem Song noch ein paar Variationen der Akkorde. Und zwar gibt es einmal die Variation von A-Moll, und zwar A-Sus 2. Das funktioniert so, dass ihr einfach das A-Moll greift und den Zeigefinger wegnimmt und die B-Seite leer spielt. Was ähnliches oder fast genau das gleiche macht ihr bei C-Dur. Und zwar macht ihr aus dem C-Dur ein C-Major 7, indem ihr auch da einfach den Zeigefinger wegnehmt. C-Major 7. Und es gibt noch eine Stelle, an der ihr aus dem C, ein ganz normales C, ein anderes Voicing spielt. Und zwar mit dem kleinen Finger noch auf der hohen E-Seite im dritten Bund. Dann als letzten Akkord, als letzte Akkordvariation, ein C-Sus 2 über B. Das läuft jetzt so, dass ihr den Ringfinger wegnehmt und den Mittelfinger von der D-Seite runter auf die A-Seite setzt. So, das sind alle Griffe, die ihr erstmal für den Song braucht. Und wir gehen jetzt mal Stück für Stück durch die einzelnen Formteile. Es geht los mit dem Intro. Das wohl der wohl ikonischste Teil dieses ganzen Songs. Und wir gehen Takt für Takt vor. Es geht los mit dem ersten Takt und auf die 1 spielt ihr die leere A-Seite. Auf die 2 und, also ihr greift ein A-Moll, das ist sozusagen der Anfangsakkord. Beziehungsweise in dem Teil greife ich gerne nur den Mittelfinger, weil ich die anderen Finger von dem A-Moll erst gar nicht brauche. Genau, also auf die 1 die leere A-Seite, auf die 2 und spielt ihr die D-Seite im zweiten Bund, macht dann ein Pull-Off auf die leere Seite auf die 3, also 1 und 2 und 3. Das gleiche macht ihr dann auf die 3 und die 4, allerdings mit dem Ringfinger auf der A-Seite und macht ein Pull-Off vom dritten Bund auf die leere Seite. Und auf die 4 und spielt ihr dann nochmal die 3. Mit Zählen klingt es so. 1 und 2 und 3 und 4 und. So, die 4 und symbolisiert dann auch den Akkordwechsel. Da kommt dann das C. Das C greift ihr tatsächlich nur dann einen halben Takt lang. Und zwar spielt ihr in dem zweiten Takt auf die 1 und die 2. Und auf die 3 geht es schon auf das G. Auf die 4 spielt ihr dann nochmal das G. Und auf die 4 und. Das ist jetzt so etwas, was sich so einigermaßen durch den ganzen Song zieht. Spielt ihr einfach nur mal als Abstorg so die G, B und D, G und B-Seite. Das werde ich später nochmal erklären, weil es oft so ist, dass ihr auf die letzten beiden Schläge des Taktes quasi nochmal so eine diese Akkordvariation spielt. Hier ist jetzt im Prinzip nur das G, indem ihr einfach da die Finger wegnimmt. Nochmal die ersten beiden Takte im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, und im nächsten Teil spielt ihr dann zweimal, einmal auf die 1 und auf die 2 nochmal die A-Seite. Und soweit ich das richtig gehört habe, müsst ihr die als Palm-Mute spielen. Das heißt, ihr dämpft mit der Handkante die Seite unten am Steg etwas ab, dass die so abgedämpft klingt. Dann kommen dreimal A-Moll auf die 4 und geht ihr dann auf A-Sus 2, also 1 und 2 und 3 und 4 und die Schläge dann nicht mehr abgedämpft natürlich. Auf die 1 und die 2 kommt dann wieder das A-Moll im nächsten Takt. Dann nochmal zweimal A-Moll auf die 3 und die 3 und. Und nochmal zweimal A-Sus 2.
Und diese letzten beiden Schläge, Asus 2, das kommt im nächsten, das könnt ihr euch schon mal merken, das kommt im ganzen Song grundsätzlich öfter vor, dass ihr auf die letzten beiden Schläge da entweder Asus 2 oder C Major 7 spielt. Also immer die Akkordvariation, wo ihr eben dann einfach den Zeigefinger wegnehmt. So, nochmal diese beiden Takte im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Und nochmal das gesamte Intro. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... So, das kommt jetzt zweimal. Und danach geht's gleich los mit der Verse. Die Verse erstreckt sich jetzt über insgesamt 16 Takte, wo aber viel doppelt vorkommt. Also es sind im Prinzip 2x8 Takte, wo es dann nur kleine Variationen am Schluss gibt. Das machen die ja oft gerne, wenn es dann in den Refrain geht, dass dann nochmal einzelne Sachen verändert werden. Es geht jetzt erstmal los mit einem Schlagmuster, das im Prinzip, sagen wir mal, ganz grob zweitaktig ist. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Ah, vielleicht runtergefallen. Es geht los mit F, einen Takt lang, auf die 1, die 3, die 4 und die 4 und. Den zweiten Takt wechselt dann auf das C, lasst da die 1 leer, spielt dann und 2 und dann wieder das, was ihr schon aus dem Intro, also aus dem letzten Takt des Intros kennt. 2 mal C auf die 3 und die 3 und dann 4 und 4 und C Major 7. Also im Kontext sind die beiden Takte 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, der erste Takt wiederholt sich jetzt nochmal, also einmal F. Dann kommt dieses C, allerdings mit dem kleinen Finger auf der hohen E-Seite im dritten Bund, das ich eben am Anfang nochmal erklärt habe. Und da spielt ihr jetzt 1, 2 und wechselt dann halbtaktig auf C sus 2 über B. Macht nochmal 3, 4 und. So, nochmal die erste Zeile nur zusammen, also 4 Takte im Kontext mit Zählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, die nächste Zeile besteht im Prinzip einfach nur aus den ersten beiden Takten der Verse und den letzten beiden Takten des Intros. Das heißt, ihr habt wieder einen Takt F, dann C, dann C Major 7 und jetzt dieses... Diese letzten beiden Takte mit A und dieser Asus 2 Variation Herumspielerei sozusagen. So, das sind schon die ersten 8 Takte. Die ersten 4 Takte wiederholen sich jetzt nochmal. Also ihr habt dann, ihr habt 4 Takte, diese ersten 4 Takte, dann diese 4 Takte, die zusammengesetzt sind aus dem Intro und der Verse. Dann habt ihr die ersten 4 Takte nochmal, also dann kommt nochmal C, F und C, diese beiden Takte. Und jetzt gibt es eine Variation, dass ihr hier auf G geht und da ändert sich das Schlagmuster auch leicht. Und zwar spielt ihr da auf die 1, auf die 3, dann die 4 lassen aus irgendeinem Grund weg. Keine Ahnung wieso, aber ich habe 5-mal hingehört und da fehlt irgendwie der 4. Schlag. Und dann im nächsten Takt auf die 1 und die 2. So, und das ist dann der Übergang, wo es tatsächlich schon in den Chorus geht. Und da ist jetzt dieser relativ wichtige Lauf, den man ja auch kennt aus dem Song. Er funktioniert folgendermaßen. Ihr spielt die D-Seite auf die 3, also auf die Zählzeit 3 spielt ihr die D-Seite leer. Dann auf die 3 und mit dem Mittelfinger den zweiten Bund. Auf die 4 nochmal die Seite leer. Und auf die 4 und mit dem Ringfinger die A-Seite im dritten Bund. 3 und 4 und. So, das ist sozusagen der Auftakt zum Chorus. Der Chorus besteht jetzt folgendermaßen aus einem Takt lang A-Moll, einem Takt lang C, einem Takt lang G und einem Takt lang F. Und zwischen diesen Akkorden wird immer wieder diese Melodie gespielt. Die 3 und 4 und.
Und ihr endet dann immer nach diesem Lauf auf dem jeweiligen Basston des Akkordes, der dann kommt. Also wenn ihr quasi auf A-Moll anfangt, endet ihr auf der leeren A-Seite. Wenn ihr auf C anfangt, spielt ihr den dritten Bund zweimal, weil dann ja auf die 1 der Basston von dem C im dritten Bund wieder auf der A-Seite ist. Bei G müsst ihr runter, am besten macht ihr es mit dem Mittelfinger. Mit dem Mittelfinger auf die E-Seite in den dritten Bund und bei F in den ersten Bund. So, und tatsächlich spielt ihr den Akkord wirklich immer nur auf die 2 und die 2 und Zählzeit. Also mit Auftakt klingt der erste Takt dann so. 3 und 4 und 1 und 2 und. Und dann kommt schon wieder der Lauf. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2. Und 2 und. Das wiederholt sich dann. Mit dem Unterschied, dass im zweiten Durchlauf das G über zwei Takte gespielt wird und wieder mit einem ähnlichen Schlagmuster, wie wir es schon aus dem Ende der Verse kennen, und zwar auf die 1 nur den Basston, dann auf die 3 den nächsten Schlag, auf die 4 und wieder und dann im nächsten Takt auf die 1 und die 2. Auf die 3 und auf die 4. Das kommt, also das ist jetzt wieder ein ganz anderer Schlag. Das kommt aber auch nur da. Nur an dieser Stelle. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Frag mich nicht wieso. Es ist so aufgenommen und so komponiert und so habe ich jetzt einfach mal hingeschrieben. Falls ihr an solchen Stellen dann da irgendwie einen Schlag hier mehr macht oder einen Schlag weniger macht, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber euch so aufschreiben und euch so beibringen. Wenn ihr da jetzt einen Schlag weglasst, whatever. Das macht den Song jetzt nicht schlechter. Nur, dass ihr euch da nicht irgendwie festbeißt und da muss jetzt jeder Schlag so perfekt sein, sondern das ist nicht so wahnsinnig wichtig. So, und dann kommt wieder das Intro als Interlude und dann geht's wieder weiter mit dem Solo, das ja dann später erst kommt, also nach diesem. So, ich spiele noch ein letztes Mal den Chorus vor, dann zeige ich euch schnell noch die Begleitung, die ihr für das Solo braucht und dann sind wir auch schon fertig mit dem Video. Das ist der Hauptsong. Jetzt gibt es eben dieses Solo ganz in der Mitte von dem Song. Das auch nicht mehr, also der Teil kommt auch nicht mehr wieder. Da gibt es tatsächlich nochmal eine extra Begleitung. Die habe ich euch nochmal hier rausgeschrieben. Die ist nicht so wahnsinnig schwer. Und zwar geht es los mit einem Takt lang C, einem Takt lang G, zwei Takten A-Moll. Das Schlagmuster ist jetzt genau wie das aus dem ersten Takt von der Verse. Also ihr spielt auf die 1, die 3 und die 4, 4 und. Und das macht ihr jetzt mit den ersten drei Takten. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und. Und im letzten Takt ist es dann aus irgendeinem Grund so, dass ihr alle Achtel durchspielt. 1 und 2 und 3 und 4 und. Wieder so eine Stelle, fragt mich nicht wieso, so ist es im Original zumindest gespielt. So habe ich es euch jetzt einfach mal aufgeschrieben. Diese vier Takte wiederholen sich dann. Dann kommen nochmal vier Takte, die fast identisch sind, allerdings jetzt C, G, A-Moll und im letzten Takt dann einen Takt lang F statt zwei Takte A-Moll. So, und dann kommen nochmal zwei so schiefe Takte, die einfach eingeschoben sind. Ein Takt lang C und ein Takt lang G. So, diese Begleitung, also die Solo-Begleitung, spiele ich euch noch einmal vor im Kontext und dann sind wir schon fertig mit dem Video.
So, wie ihr seht, ich habe jetzt am Schluss nochmal ein F gespielt. Das ist deshalb so, weil nach diesem Solo geht es direkt wieder in die Strophe, ohne Umschweife. Und was tatsächlich praktisch ist, dadurch, dass ich es euch jetzt nochmal vorgespielt habe, wenn ihr Solo spielen wollt, könnt ihr einfach dieses Vorspiel als Playback benutzen. Das heißt, ihr spielt einfach das Video ab, wartet, also spielt zu dem Teil, wo ich eben diese Begleitung spiele und könnt da drauf das Solo üben. Aha, super praktisch. So, das war der ganze Song. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Tutorial. Und wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir immer einen Kommentar in die Kommentarbox. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Abo da. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Abonnements helfen mir. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.